Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, seit einem Vierteljahrhundert regiert im Kosovo ein internationales Kürzelalphabet, UNMIK, EULEX, KFOR, ein vermeintlicher Schmelztiegel von Experten und von Friedensstiftern hat sich im Kosovo breit gemacht. Deutschland, die EU und die NATO regieren, urteilen, schicken Polizisten, Richter, Zollbeamte, versprechen Sicherheit. Der großspurige Auftrag dieser Mission, Frieden stiften, Demokratie sehen, multiethnische Harmonie ernten. Doch was haben Sie in einem Vierteljahrhundert wirklich erreicht? Es ist an der Zeit, das Scheitern dieser selbsternannten Friedensmission zu benennen. Die Realität sieht doch so aus. 2004 kam es zu einer ethnischen Säuberung gegen die serbische Minderheit. Menschen starben oder wurden vertrieben. Ganze Ortschaften wurden homogenisiert. Sakrale Stätten wurden geschändet. Kosovo hat sich dem Teil seiner christlichen, kulturellen Tradition selber beraubt. KFOR stand untätig daneben. Meine Damen und Herren, dieser Vorgang ist und war ein Fehler. Ja, es war eine Schande. Und die Realität, die zeigt doch auch die mafiösen Strukturen. Vetternwirtschaft, Filz, Amigosysteme, das durchzieht das komplette politische Bild in Kosovo. Fälle wie Habeck und Kreichen, die gehören da zur Normalität, ja, zur Alltäglichen. Und dass Ihnen das nicht gefällt von den Grünen, das wissen wir, und die Bürger da draußen auch, ja, dass Ihnen das nicht gefällt, das wissen wir. In Berlin regieren zwei Clans, Araber-Clans und Bündnis 90, die Grünen, lieber Kollege. Ein hochrangiger BND-Mitarbeiter bezeichnet die organisierte Kriminalität als Staatsform Kosovos. Kosovo ist die Schleuse und das Herkunftsland von Drogen, Zwangsprostitution, Organraub und Menschenhandel in Europa. Und nehmen Sie bitte endlich zur Kenntnis, bis heute sind die lokalen Behörden nicht in der Lage, für die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung zu sorgen und die Kriminalität einzudämmen. Seit 24 Jahren zahlt Deutschland dem Kosovo außerdem Entwicklungshilfe. Die beläuft sich mittlerweile auf fast 1 Milliarde Euro. 24 Jahre. Bis heute kann sich der Kosovo weder flächendeckend noch regelmäßig mit Strom versorgen. Zwei Kohlekraftwerke produzieren Strom, der den Menschen nur in einer Art, das muss man sich mal vorstellen, Schichtsystem zur Verfügung gestellt wird. Und diese Bundesregierung, die fordert eine Dekarbonisierung des kosovarischen Stromsektors. Herzlichen Glückwunsch, hier sitzen halt nur Raketenwissenschaftler. Im Kosovo und in vielen anderen Ländern betreibt die deutsche Entwicklungshilfe außerdem sogenannte Migrationsberatungszentren. Dort erzählen die deutschen Entwicklungshelfer den migrationswilligen Kosovaren vor Ort, wie sie am besten nach Deutschland kommen. Wer aber bleibt, bekommt einen bunten Blumenstrauß an Sozialleistungen überreicht, inklusive Wohnungsvermittlung und kostenloser Gesundheitsfürsorge. Ich bin mir sicher, unsere Bürger in Deutschland, für die Sie eigentlich verantwortlich sind, die würden sich über vergleichbare Wohltaten freuen. Aber frei nach Annalena Baerbock gilt unter dieser Regierung, egal was meine deutschen Wähler denken. Meine Damen und Herren, die Anerkennung des Kosovos durch Deutschland, das war ein Fehler und eine Verletzung der territorialen Integrität Serbiens. Deshalb sage ich es Ihnen ganz deutlich, wir wollen keine weiteren 24 Jahre All-Inclusive-Versorgung für den Kosovo. Beenden Sie diesen Einsatz. Das Wort hat der Kollege Nils Gründer für die FDP-Fraktion.